Hey Leute und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Informations-Video. Und zwar ist das so, dass ich euch einmal bitte, euch 2 Minuten eurer Zeit zu stehlen. Hört sich auch blöd an irgendwie, ne? Ich fange jetzt auf jeden Fall mal an. Es geht darum, dass ich mir ein paar Einblendungen hier für die YouTube-Videos einfallen gelassen habe. Und ich wollte halt gerne wissen, was ihr halt davon so haltet. Also ob ihr Verbesserungsvorschläge habt oder andere Farben oder andere Proportionen oder ob da zum Beispiel jetzt noch was dazukommt. Ich habe ja zum Beispiel jetzt direkt am Anfang hatte ich mir so überlegt, dass da dann immer halt eingeblendet wird, was ich halt gerade für ein Spiel spiele. Manche von euch wissen das vielleicht schon mal. Ich hatte das vor 3-4 Monaten auch schon mal gehabt, bloß anders. Dann ist mir die Datei abhanden gekommen und verloren gegangen und dann hatte ich auch keine Lust, weil das echt Sauarbeit gewesen ist. Okay, jetzt beim zweiten Mal ist es vielleicht ein kleines bisschen einfacher tatsächlich gewesen. Dann habe ich natürlich noch oben links solche Einblendungen, wie jetzt zum Beispiel für Twitter, für YouTube und natürlich auch für Hitbox, da wo ich ja streame. So kleine Bildchen sozusagen, die natürlich hier so reinkommen und wieder rausgehen sozusagen. Und ich wollte euch halt fragen, was ihr davon so haltet, wie ihr es findet. Und natürlich ist ein Kommi in dieser Situation natürlich sehr, sehr erwünscht von mir. Ob jetzt positiv oder negativ, weil ich natürlich auch möchte, dass es euch logischerweise gefällt. Und nicht, dass es irgendwie zu klein ist und ihr könnt es irgendwie nicht lesen oder dass es zu groß ist und das Bild sozusagen zu sehr einnimmt. Das ist natürlich auch nicht gerade so, das Schöne. Und dann habe ich natürlich auch, oder beziehungsweise bin ich dann überlegen, ob ich dann noch so ein Outro-Bildchen erstelle. Hatte ich bei meinem letzten Video, bei den Special, also bei der Informationsvideo hier von meinem letzten Video auch mit drin tatsächlich zum Schluss. Da wo jetzt zum Beispiel zum letzten Video verlinkt wird. Würde mich mal interessieren, ob ihr auch sowas wollt. Also bei diesem Video war das am Anfang nur testweise. Und mal gucken, also wenn ihr wie gesagt Bock darauf habt, dass ich auch noch dann so ein Outro-Bildchen erstelle hier für YouTube, könnt ihr es natürlich auch gerne drunter schreiben. Ich könnte noch so viel erzählen, das ist richtig schlimm. Eigentlich sollte das nur ein kurzes Video sein, aber gut, ich höre jetzt mal auf. Dankeschön, dass ihr das Video angeschaut habt. Und Kommi bitte ich euch tatsächlich diesmal, dann verabschiede ich mich, freue mich auf jeden Fall schon auf die Kommentare und sage tschüss, bye und bis zum nächsten Mal. Tschuhu.